Hey Leute, willkommen zurück zu Alan Wake. Ja, wir sind kurz davor, die Tankstelle zu betreten. The garage was a mess. Ja. It looked like someone had trashed the place. Or that there'd been some kind of fight. The Deer Fest had been 2 weeks away when we arrived. If the day count on the banner was right, I was missing a whole week between the night we got here and now. Eine ganze Woche hat er verpasst? Also das ist mal eine krasse Amnesie. Ich weiß ja nicht, was ihm alles passiert ist, aber gut. Ich würde sagen, wir betreten die Tankstelle. Mal sehen, ob wir hier etwas finden. Oh. Alright. Oh. I'll keep writing. Outside there's only darkness. Outside the cabin, outside the story, there's only darkness. I can feel her presence in the dark. Just now, I could smell her perfume in the room. I'll reach her, I'll fix it up. I'll bring her back. The story will come true. If I stop, she's lost. I don't believe this. Okay. It'd been me on the TV, talking crazy. Was I losing my mind? Das kann gut sein, Alan. Nordic walking. Incontestably proven health benefits. Ja. Unangefochten bestätigt, dass es eben Vorteile verschafft für die Gesundheit. Was? Das 68. Jahr jährliche Deerfest. Ja, da steht's ja. 68. jährliches Hirschfest. 15. bis 18. September. Spiele und Aktionen, Tombola, Wettangeln, Kuchenwettbewerb und Überraschungswettkämpfe, Live-Musik. Für die Kinder, Hasenzahn Charlie, nachmittags, und die unglaubliche Phantasmagorie von Montgomery dem Magier, abends. Verpassen Sie nicht die legendäre Hirschfestparade. Hört sich ja sehr langweilig an. Nun gut, ein Telefon finden, ja, das habe ich eben schon gesehen, das holen wir uns kurz. Das ist ja ganz schön hell hier, ne? Hallo? Rainfall Sheriff Station. Eine Pizza. Oh, Sequenz. Ich trinke Tee. Oh, thank God, Sheriff. Sheriff Sarah Breaker, you are... I'm Alan Wake, but listen, I was in a car crash. My wife, Alice, she's missing. Calm down, Mr. Wake. We were staying in a cabin on the island, on Cauldron Lake. There's no island on Cauldron Lake, not since the big eruption in the 70s. What? Please, I can take you there, okay? You look like you've taken a pretty bad knock to the head. Are you okay? Listen. We'll figure this out. Please get in the car. We'll swing by the lake and then we'll go to the station, okay? Mr. Wake, have you seen Stucky, the guy who owns this place? I realized I couldn't tell her what had happened in the forest. She wouldn't have believed me. And then she wouldn't have helped me with Alice. Sehr mysteriös, Leute. Warum soll die Hütte nicht existieren? Was ist denn da los, sag mal? Der guckt irgendwie immer ein bisschen, als wäre er doof. Also ab und zu. Okay. Was? Das ist überhaupt keine Insel. A candy colored clown, they call the Sandman. Tiptoes to my room every night. Oh, toll. And just a sprinkle stardust and a whisper. Ach so, das ist schon das Ende von Folge 1. Gut. Everything is alright. Ich bin mal ruhig, wir hören uns die Musik. I close my eyes. Oh, schön. Then I drift away into the magic night. Ach so, das geht jetzt gar nicht weiter, ich verstehe. Okay, wir überspringen das. On Alan Wake. Das ist ja geil gemacht. I came to Bright Falls with my wife, Alice. Thank you for coming here with me. I thought maybe you could write here. I don't want to hear it. God damn it, Alice! Now, she's missing. Alice? Alice? Behind the car. I'm missing a week. I was attacked by shadowy men straight from a nightmare. The sheriff took me to the lake Alice and I had stayed at. But the cabin had disappeared. Besessen. Das ist ja geil, Leute. New York. 3 Jahre zuvor. Beginnt also mit einer Rückblende. Das habe ich schon gehört, das wird alles im Episodenformat erzählt, wie als wäre es eine Fernsehserie, so à la Akte X oder... Ja,
Sehr geil. Sehr, sehr geil. Honey, I'm home. Back here, sweetie. How was it? Worst weather I've ever seen. Hey, Schatz. You should put some coffee on. It'll warm you up. Coffee. Hey, handsome. This is gonna be a long night, but these shots are turning out great. I guess you're gonna need that coffee then. I'll go put it on. Ich dachte eben so im ersten Moment, das wäre Dr. House. Fragt mich nicht warum. ja cool, sie ist wohl Fotografin. Das passt ja, Schriftsteller und Fotografin. Kann sie gleich mal eine Illustration mitmachen und das ist New York. Schick, schick. Geschmackvolle Wohnung, gefällt mir. Das ist wohl der Central Park, eventuell, ich weiß ja nicht. Ja, ich würde sagen, wir setzen mal Kaffee auf. Klack. Coffee's on. Great, thanks. I'll need it if I'm gonna finish this by tomorrow. Jojo. Ich will mich gerade noch ein bisschen hier umschauen. Oh, guck mal, die haben sich einen Fernseher gekauft. Ein Widescreen. Schick, schick, schick. Es ist sehr, sehr hübsch hier. Oh, und draußen stürmt es ganz schön. Das nächtliche New York, schätze ich mal. Wie gesagt, ich vermute mal, weil irgendwie ist es ja immer New York, oder? Die Stadt der Städte. Naja, gehe ich schon zu Alice, oder? Nee, ich will mich erst noch ganz kurz umschauen. Ihr wisst ja, ich bin der Entdecker. Ach, das ist ja toll. Das scheint die Golden Gate zu sein, oder ist das... Könnte auch... Nein, das ist die Golden Gate, glaube ich, oder? Ja, es gibt bestimmt Experten unter euch, die sich da besser auskennen. Oh, Bücher. Ah, Alan Wake. Zwei goldene Pistolen, das erinnert mich jetzt irgendwie so an Max Payne, ich glaube... Das haben die so als Running Gag eingebaut. Was? Return to Sender? Zurück zum Absender. What I can't forget, was ich nicht vergessen kann. Alex Casey. Die Dinge, die ich möchte. Und der Fall des Casey. Also jetzt im Fall, Sinne von Fall von Absturz. Naja. Okay. Cool. Ich habe jetzt so Bock, die Dinger zu lesen. Ja, davon habe ich schon gehört, diese Punkte hier. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie die heißen. Das hat mir Nerox gesagt. Das kann man mit dem iPhone irgendwie einscannen und dann kann man da so Easter Eggs erleben. Naja. Wenn man eins hat, ein iPhone. Ah, okay. The sudden stop. It's true what they say about the fall and the sudden stop at the end. I'd lain here in the snow while the lurid chain of scenes that had led me here kept playing in my head. A rerun of my own private snuff movie. A memory of my corpse. Alone at my own wake. Thinking in metaphors again. The femme fatale was gone. Only a sour taste remained of the kiss. Alter Schwede, ist das geil. Wenn das mal nicht eine Anspielung auf Max Payne ist, dann weiß ich ja auch nicht. Genauso wie die Bücher und die Knarren an der Wand. In dem Regal hier. Das ist ja Hammer. Genauso dieses, The Fall is... Was? Dieses Zitat von Max Payne. It's not the fall that kills you, it's the sudden stop at the bottom oder so. Also es ist nicht der Fall, der dich tötet, sondern das plötzliche Auftreffen auf dem Boden. Hammergeil. This was a late goodbye. 13 years after I'd gotten my revenge, it had finally caught up with me. It had been a long time to bear the pain. My blood painted the snow red, a gruesome slushy, dissolved all the scattered painkillers and leisurely dripped down to the sewer, mingling with the bile of the city, becoming one with it. I can see them now. My wife and my baby. Honey, I'm home. Richtig, das ist Max Payne Teil 1, glaube ich. The Sudden Stop. Das ist richtig geil. Das finde ich so ein ganz cooles Feature, wenn die Entwickler auf vorhergehende Spiele verweisen durch solche Sachen. Das ist so geil, Leute. Na gut, wir reden über alles. Oh, hey, I just finished those cover mock-ups. They're on your desk. Tell me what you think. No kidding. I didn't think you'd get them done this quickly. On occasion, I can perform all sorts of miracles, my dear. Oh, really? Well, you seem to think so last night. Ist das vielleicht Alan Wake? Der sieht zwar nicht aus wie auf den Fotos hier, aber sieht viel älter aus irgendwie. Na, aber wir wissen ja, wie heute die Hochglanzbilder entstehen. Coverentwürfe untersuchen. Kann ich denn rennen? Nee, kann ich nicht. Die Coverentwürfe. Aha. These look really good. Oh, sure, until Barry gets his hands on them. Which, by the way, will happen over my dead body. The last time was the last time. Oh, and speaking of Barry, he called. Oh, Schatz, ich bin hier. Alan? Alan, please check the fuse box. Ja, I'm right here. I'm on it, honey. Please hurry. I'm right here, baby. I'm fine, I'm fine. Just
Get the lights back on. Honey, now, it's a power please. Outage. I've got the flashlight. Okay. Hi. You okay? Hi. I'm sorry. It just really spooked me. Oh, Schatz. Don't worry. We'll just break out the candles. I know, it's stupid, but it's just... Especially when I'm not prepared for it, you know? It gets to me. I love you. Tell me a story, Ryder. Okay. I used to have these nightmares when I was a kid. The dark really spooked me, too. When it got really bad, my mom gave me this old light switch. She called it the clicker. The clicker, huh? Yeah. If I ever got scared of the dark, I could just flip the switch and a magic light would scare the monsters away. Oh, sure. Here it is. Alan. Maybe it'll help you too. Yeah, nice story, writer boy. You made that up right now, didn't you? No. Seriously. I love you. Even if you are a liar. Thanks for this. Heute. Und jetzt ist sie weg. How do you feel, Mr. Wick? Any nausea, disorientation, anything like that? Mr. Wick, how are you feeling? I'm okay. My head's fine. I had to lie about my headache and memory loss. He'd send me to a hospital for tests. I couldn't leave without Alice. Very well. I don't think you have a concussion, but you've obviously been through quite a shock. You should take it easy for a couple of days. Thanks. Well then, Mr. Wake, we're done here. If the pain gets any worse or you experience any other symptoms, you should come see me. I'll let you get on with it then. Sarah, Sheriff Breaker, is waiting for you. She's very good at her job. I'm sure she can locate your wife in no time. Doc Nelson was the image of a small-town doctor. Sheriff Breaker had called him to the station to take a look at the cut in my head. Okay, geht's wohl erstmal etwas ruhiger los, dieses Kapitel. Aber ich finde diese Rückblenden Hammer. Also das zieht mich direkt so rein in das Spiel. Ich find's super, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, ob euch sowas nervt oder... Ja gut, es sind... Thank you for testing the lights, Miss Weaver. Everything seems to be fine. I don't have the luxury of being complacent, Deputy Grant. The bulbs will need changing soon. You can't change them in the dark. Ach, die Verrückte wieder. I'll be sure to take care of it, Miss Weaver. Have a nice day now. Very good. I'll come back later on to remind you, just in case. Zellenareale. Okay. Ah, ich hab's gewusst. Danach habe ich gesucht. Juhu. Kaffee. Das fehlt auf keiner guten Polizeiwache. Mr. Wake, the sheriff is waiting for you in her office down the corridor. Okay. Ich gehe gleich. That was Cynthia Weaver. I guess you can also, wie call gesagt, her the ich town finde, eccentric. Oh, she used to be the editor of the local newspaper, but she's focused on... Oh, da haben sich bestimmt wieder die Programmierer verewigt. die gucken viel zu nett, als dass es Verbrecher sind. Vermisst Richard Borg, Bruce Dansky, Jacob Miller. Nicht von einem Campingausflug zurückgekehrt. Kontakt abgebrochen. Wenn Sie diese Männer gesehen haben oder wissen, wo sie sich aufhalten, rufen Sie bitte unter 555-9932 an. Vielen Dank. Okay, was ist das? Wer hat diesen Mann gesehen? Verschwunden am 20.06.2007. Erkennungsmerkmale, gewinnt gern Wettbewerbe. Das ist bestimmt auch einer der Programmierer. Könnte ich wetten, das ist immer so. Das macht Remedy oder beziehungsweise Rockstar. Die machen das oft. Finde ich gut, finde ich super eigentlich. Naja. Come in, Mr. Wake. Your phone's on the desk. The battery was dead. It's charged now. Das ist ja nett. Was ich sagen wollte, wie findet ihr das, wenn die eigentlich so die Story nochmal aufrollen von hinten, von wegen, was vor 3 Jahren geschehen ist? Your phone, Mr. Wake? Ich finde, das gehört eigentlich dazu. Das gehört zum richtig guten Spiel dazu. Ja. Have you started looking for my wife yet? My men are already on it. Now, can you tell me what happened? Nein. I'm not sure. I can't remember. We were arguing. I walked out of the cabin. The cabin on Cauldron Lake? How did you end up at Stucky's gas station? I wanted to tell her what had happened last night, but I couldn't. She'd lock me up. Excuse me. I need to take this. Hello? Alan, please help me. Alice? Stop talking to the law. You'll do exactly what I say if you ever want to see your wife again. Who is this? Who's? Go to the back lot.
There's a hole in the fence on the left. Look inside the junker. I left a little something there to convince you we're all on the same page here. After you ditch the cops, you're gonna meet me in Elderwood National Park. There's a spot called Lover's Peak. Mr. Wake, can I help you with anything? Don't do nothing stupid, pal. We're watching you. I need to get some air. The sheriff said I could go out back. Of course, Mr. Wake. You can get there through the cell corridor. Just don't mind Walter in there. He's one of our regulars. Okay. I thought he quit drinking for good. Hey, you! Can you help me? Can you turn the lights on? Ja, okay. Ich kann verstehen, warum du das nicht willst. Thank you, man, thank you. Hey, you're all right. You're a good guy. Don't let anybody tell you different. You know, I shouldn't even be in here. The cops, they got it all wrong, see? Sure, ja, ich quatsch mich doch nicht so voll, Mensch. Besoffene zuhören, das ist sehr anstrengend und meistens auch nicht sehr sinnvoll. Ja, wir hören uns mal kurz das Dunkel im Diner an. In spite of its human mask, to describe the dark presence as intelligent would have implied human qualities on something decidedly inhuman. Nonetheless, it found the one spot in the diner that was dark enough. Some light spilled into the corridor, ravaging it. But it took the pain. Horrible as it was, the writer would soon fix that. He would be coming to the one place where it still had power. Das hört sich wirklich sehr komisch an. The time. I only got drunk afterward. Ja, ja, ja. The early morning light hurt my eyes and made my head ache. The man on the phone had said, go through the fence on the left. Okay. Oh, das Radio. Ah, ich habe was vergessen. In dem Polizeirevier war auch so ein grünes, blinkendes Licht. Kann ich da nochmal... Moment, entschuldigt. Ja, ich gehe nochmal ganz kurz zurück. Ich hoffe, es geht noch. Ja, tatsächlich. Okay, listen. Listen, you gotta listen carefully. The caller had told me to find a hole in the fence behind the police station. There was something for me in an abandoned car. Ja, ja, ja. Ah, ich habe noch was vergessen. Seht ihr? Eine Seite. Sehr gut. Haha. Hätte ich das jetzt nicht gemacht? Alice sieht einen Schatten. Alice looked through the viewfinder, lining up the shot. Cauldron Lake was breathtaking. Something caught her eye. A figure standing in the shadows behind the cabin, like a thin woman in a black dress. She lowered the camera and looked again. No one there. Just a collection of bushes that looked vaguely human-shaped. She shook her head and laughed. Man sollte lieber nochmal hinschauen, ich weiß ja nicht. Okay. Yeah, it's Mulligan here. I'm at Stuckey's gas station with Thornton. There's no sign of him. Over. Wait. Yeah, this is Thornton. Look, we've located the parade float. It's here. That's some good news, right? Stuckey was supposed to be driving it at the rehearsals today. Over. Oh, give me that. Mulligan here. Looks like someone really thrashed the garage. Over. Okay, roger that, guys. Keep looking for Stuckey. Jane's out. Okay. Ja, ich lege wirklich Wert auf sowas, dass ich euch möglichst viel davon mitgebe, von dem Erlebnis hier. Also müsst ihr verstehen, warum ich mir wirklich alles anhören werde und auch alles lese nach Möglichkeit, was ich eben finde. Also ich denke mal, das geht klar für die meisten. Folks, it's been another long night and it's about time for me to sign off for a while. God knows I need my beauty sleep. Just one more item before I go. It's been a busy night for the sheriff's department. We've had a few broken windows, even a report of shots fired on Main Street. Deputies Mulligan and Thornton had to deal with two intoxicated young men who were celebrating the completion of their Deer Fest float. Now, folks, we get this every year. I know it's exciting that the big day is almost here, but let's save it for the party and leave the gunplay for the shooting competition, huh? There's no point in getting all worked up yet. Okay, da hat er wohl recht, aber Besoffene, ja, dahinter muss ich wohl. Besoffene sind leider oft unkontrollierbar. Hier ist doch bestimmt auch noch was. Nee, ist es nicht. Okay. Gehen wir mal weiter. Hab schon genug Zeit verplempert hier mit rumlaufen. Ja, wie komme ich da rüber? Können wir das mal jemand vielleicht über den Zaun klettern? Die Schrottkarre untersuchen. Ja, da soll irgendwo ein Loch im Zaun sein, ich weiß, aber... Achso. Ich kann ja springen, das ist ja. Ja! Der tritt halt mal gerade die Palette kaputt. Ah, guck mal, neue Seite. Die hören wir uns natürlich auch kurz an. Wake beim Lover's Peak. The kidnapper fired his gun one last time, and the shadow vanished into the darkness it had come from. See?
Nothing to it, Wake. The thought of Alice in his hands was revolting. We stood on the wooden platform of Lover's Peak, the waterfall on the mountain behind us, the lights of the radio mast blinking red in the heights above. I fought with the urge to take a swing, force myself to speak. Let's cut the act now. Where's my wife? Okay. Jo. Alice's driver's license had been placed on the front seat. The caller meant business. Okay. Ihr Führerschein. Barry? Ow! Ow! Thank God! Where the hell have you been? I've been trying to reach you for a week, you and Alice. Oh, I've been worried sick. I flew out yesterday. I'm here in Bright Falls. Barry, listen to me. I'm at the sheriff's station. Come and get me. I can't talk now. Ow! What the hell is going on? I had to get the sheriff to let me go. I needed to get to Elderwood National Park to meet Alice's kidnappers. Okay. Muss ich wohl die Polizeiwache wieder verlassen, aber... Na, kann ich da... Opa. Kann ich nicht drüber springen? Doch. Kann er. Gut, Leute. Es gab zwar nicht viel Action, aber ich denke mal, das wird sich in den nächsten Teilen wieder ändern. Ich muss euch trotzdem verabschieden für dieses Mal und sage bis zum nächsten Mal mit Alan Wake.